Instagram habe ich das folgende Bild mal veröffentlicht und da kam dann die Frage, ja, wie ich das gemacht habe, ne? Das alte Spiel. Das kennen wir schon. Und es ist eigentlich eine recht einfache Lichtsetzung und ich zeige es euch jetzt mal. So, was fällt euch jetzt bei dem Bild wohl auf, na, wenn man es so entsprechend betrachtet? Nun, es ist erstmal weiches Licht. Na, sind wir uns, glaube ich, einig. Zweitens, es ist frontales Licht, zumindest für das zentrale Modell. Na, was haben wir noch? Wir haben im Prinzip auf der rechten Seite eine Reflexion von einer Wand in der Form, die die Wange des rechten Modells etwas aufhält, aber es ist offen gesagt kein zweiter Blitz oder so im Einsatz gewesen, es ist eine Blitzsituation. So, das ist das, was wir als erstes sehen. So, schauen wir uns das Bild ein bisschen genauer an, dann sehen wir natürlich, da sind recht wenig Schatten, logisch. Und gehen wir noch weiter rein und schauen uns die Catchlights an, dann sehen wir natürlich sehr schnell, dass die Catchlights in der Form recht rund sind. Also muss es sich um einen runden Lichtformer gehandelt haben. So, ich habe jetzt von diesem Shooting leider kein Making-of, also kein Bild vom Hintergrund und so weiter, weil meistens denkt man nicht dran, entsprechende Making-of-Bilder zu machen bzw. Videos. So, dies ist jetzt von einem anderen Shooting, jetzt hier in der Werkstatt, ein irgendwas Werkstatt-Shooting mit Rockabellas und entsprechenden Fahrzeugen, wie man ganz gut erkennen kann. Und ein Freund von mir, ein befreundeter Fotograf, macht gerade die Aufnahme. Was ihr dort seht, ist eben der auch in dem anderen Bild eingesetzte Lichtformer, ein 1,80 Meter Durchlichtschirm. Habt ihr bei mir schon öfters gehört. Der ist on location, sind Schirme ja einfach traumhaft, weil sie sind leicht zu transportieren und sie ergeben ein entsprechend gutes Bild. So ist das andere Bild auch entstanden, nur dass dort der Lichtformer nebenbei bemerkt etwas höher stand, also etwas oberhalb der Augenhöhe der Modelle. Aber ansonsten ist die Ausrichtung des Lichtformers auf die Modelle fast identisch gewesen. Diese Art Licht ist sehr gut geeignet für alle Art von Beauties. Und durch den großen Lichtformer auch in Richtung auch Ganzkörper, überhaupt kein Problem. Also kann ich Ihnen nur entsprechend empfehlen. Nicht nur jetzt hier, wie jetzt gerade bei den Beispielen gezeigt, im Retro-Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Man muss natürlich jetzt darauf achten, welche Art von Lichtqualität man haben möchte. Manchmal ist das zu weich. Da gibt es entsprechend andere Möglichkeiten, da komme ich in anderen Vlog-Einträgen nochmal drauf, wo man dann entsprechend mit die Paras oder so entsprechend anderer Lichtqualität erreichen kann. Trotz allem ist es eine sehr gute Lichtsetzung in der Form und eignet sich auch sehr gut im Bereich der Fläche, also sprich auch Gruppenaufnahmen. Ja, viele sind gegen weiße Durchlichtschirme und so weiter, weil sie so viel streuen. Das stimmt. Das kann man wirklich nicht in Zweifel ziehen. Aber Streuung hat manchmal auch Vorteile. Und in diesem Fall eben, dass sie weitwinklig arbeiten und damit eben auch Gruppen sehr gut gleichmäßig ausleuchten, wie man am Eingangsbild mal gut gesehen hat. Es ist unmöglich, alles in extrem kurzer Zeit zu erklären und sozusagen alles abzuhandeln. Deswegen möchte ich euch auf meine Webseite verweisen unter dem Bereich Blog. Da gibt es mehrere Blogs, unter anderem eben auch den für Fotografen, wo entsprechende Artikel und Videos zu unterschiedlichsten Themen sind und die ich als sozusagen weiterführende Literatur euch empfehlen würde. Das geht so querbeet und basiert ausschließlich auf meiner wirklich täglichen Erfahrung und Praxis und hat nichts mit Theorie und so weiter zu tun. Musik
We'll be right back.